Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Bürger! Das Gesetz zur Weiterbildung erhält einige Maßnahmen, die wir begrüßen. Dazu gehört der Mobilitätszuschuss, der es jungen Menschen finanziell erleichtert, eine weiter entfernt gelegene Ausbildungsmöglichkeit wahrzunehmen. Auch Berufsorientierungspraktika, die wir als Fraktion schon lange fordern, sind sicherlich ein gutes Angebot, für das dann hoffentlich sich auch viele Unternehmen finden lassen werden. Im Weiteren beschränke ich mich jetzt auf die Weiterbildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Es wäre sehr erfreulich, wenn mehr Ordnung in den Aus- und Weiterbildungsdschungel dieser Agentur gebracht würde. Denn es ist ziemlich schwierig, das große Angebot halbwegs zu verstehen und schon gar nicht leicht zu verstehen, wer auf welches Angebot unter welchen Umständen zugreifen kann. Da kommt dann die Beratung durch die Jobcenter ins Spiel. Die kennen das zur Verfügung stehende Angebot sehr gut, denn sie kaufen es selbst ja im großen Stil jedes Jahr wieder ein. Und genau da wird es problematisch. Die Jobcenter decken ihren vermuteten Bedarf aus den Angeboten einer großen Zahl von Bildungsträgern mit vielen tausend Beschäftigten, die überwiegend von der Nachfrage der behördlichen Institutionen leben. Die daraus resultierenden Bildungsgutscheine werden dann an die Jobvermittlerteams verteilt. Und da jeder Vermittler auch einen guten Job machen will, geht er dann auf Kundenjagd mit diesen Scheinen, um sie auch wieder loszuwerden. Während es in ländlicher Umgebung wegen der kleinen Fallzahlen eher zu wenig Weiterbildungsangebote gibt, sieht es umgekehrt in den großen Ballungszentren aus. Das für viele Geld eingekaufte Maßnahmenbündel ist nur sehr schwer an den Mann oder die Frau zu bringen. Denn die Nachfrage nach Weiterbildung, nach Ausbildung ist hier äußerst dürftig. Und das vorab weitgehend fixierte Angebot ist natürlich auch nicht immer passgenau, muss aber losgeschlagen werden, komme wer da wolle. Die AfD hat deswegen vor 2 Jahren einmal abgefragt, wie erfolgreich die staatlich organisierte Arbeitsvermittlung tatsächlich funktioniert. Die Zahlen stammen von 2020, dem ersten Corona-Jahr, und sind deswegen wahrscheinlich nicht vollständig repräsentativ. Um Größenordnungen daneben werden sie aber auch nicht liegen. Damals kamen jeweils 2 Vermittler zusammen auf einen wieder in Arbeit gebrachten Arbeitslosen pro Jahr. Und lassen Sie es heute 4-mal so viel sein, dann heißt es, dass die knapp 19.000 Jobcenter-Vermittler jährlich 35.000 Kunden Arbeitslose wieder in Arbeit bringen, aus einem millionenschweren Heer an Arbeitslosen. Angesichts der riesigen Bildungsindustrie, die auch dahinter steht, passt der Spruch, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Liebe Kollegen, bevor wir diesen Berg noch weiter aufbauen, sollte auch erst einmal gründlich geprüft werden, ob dieses System überhaupt zukunftstauglich ist. Die gute Botschaft: Geld für Aus- und Weiterbildung der Jobcenter-Kunden ist reichlich vorhanden. Mit mehr Geld kann man das Bildungsproblem also nicht hier lösen. Was fehlt, ist schlicht die Kundennachfrage. Und das ist ein viel schwerwiegenderes Problem. Dankeschön.